So gut wie alle, die in Tirol in der Kunstszene Rang und Namen haben, sind zur Ausstellungseröffnung in den Kunstraum Johann Wiedauer gekommen, um Thomas Bayerles Version der Pop-Art zu bewundern. Thomas Bayerle, in den 60er Jahren künstlerischer Vorreiter in Deutschland, lässt in speziellen Tüten Pommes frites verteilen, French Fries, wie die Amerikaner sagen, ein klassisches Symbol für den American Way of Life. Doch bei Bayerle sortieren Chinesen die Kartoffeln. 1967 machte er aus einem Foto des Mao-Staates eine Tapete. Der Sozialismus in China interessierte ihn mehr als der Kapitalismus im Westen. Die Kehrseite der amerikanischen Pop-Art. Der Mensch als kleine Zelle im riesigen Organismus Staat. Schon in den 60ern macht Thomas Bayerle Bilder, die wie moderne Computerprints aussehen. Mit seiner Kunst eckt er im Westen an. Sie passt ideologisch nicht ins Konzept des American Dream. Thomas Bayerle schwimmt eben schon immer gerne gegen den Strom.